Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Paper Mario, so Origami King. In der letzten Folge haben wir das Shogunland angeguckt und heute geht's in das Shogun-Theater, heißt das so? Ja, ins Shogun-Theater, weil das ist dieser riesige Turm hier und wir haben jetzt nämlich den... wir haben den Generalschlüssel, wir könnten da reingehen, aber Leute, ich habe beim Schnitt noch eine Tür gesehen, in der ich noch nicht drinne war, nämlich die hier. So, und hier müsste ich doch garantiert auch mit meinem Generali-Schlüssel schön nach oben kommen. Jo, Post, hier, Keul! Da bin ich gespannt, was es hier oben gibt. Auf jeden Fall ein Toad. Bist du der Toad? Nee. Oh, ist der etwa hier hinter? Hallo, kleiner Toad. Gehört dir der Souvenirladen? Kannst du mir Sachen verkaufen? Oh, du bist Mario, zum Glück. Diese Fallschirme sahen echt fies aus, als habe ich den strategischen Rückzug angetreten. Aber solange du hier bist, ist alles in Ordnung. Und das bedeutet, dass ich sogar meinen Souvenirladen wieder öffnen kann. Hurra! Oh. Hoffentlich lebt er noch. Oh, alles voll hier. I like. Guck mal, da kriegen wir sogar das Schloss, wo wir gleich reingehen. Ja, ich hätte gerne Souvenire. Ich glaube, ich habe nicht mal mehr Hämmer. Und hier gibt es sogar neue Hämmer. 10.000 Münzen für so ein blödes Schloss. Naja, gut. Kann man aber machen. Souvenirläden sind immer etwas teurer, nicht wahr? Das passt schon. Ja, den nehmen wir mit. Und wir nehmen natürlich auch so einen geilen Feuerhammer mit, weil die habe ich ja noch gar nicht. Und was ist das andere? Ein Eishammer oder ein Wasserhammer? Ein Eishammer, yeah! Nehme ich auch mit. Gib mir alles. Gut, dass ich da noch dran gedacht habe. So, dann jetzt aber auf zum Schloss. Das wird garantiert wieder richtig komisch da drin. So richtig cringe, I don't know. Ich habe da so eine Vorahnung. Aber wird bestimmt witzig. Warum nicht? Ich war ja früher in der Theater-AG tatsächlich. Fand ich auch sehr geil. War ich nicht so viele Jahre, aber ich glaube 2 oder 3 Jahre war ich. Bin ich gespannt, ob das hier genauso ist. Oh, es hat sich geöffnet. Das ist wirklich der König aller Schlüssel im Shogunland. Schon toll. Ah, wegen Shogun? Schon? Okay, das ist ein sehr, sehr schlechter Wortwitz, Olivia. Das kannst du besser. Egal. Jedenfalls können wir jetzt die anderen Toads retten und uns um die Luftschlange kümmern. Ja. Oh ja, genau. Ich bin mir sicher, dass es so einfach werden wird. So einfach. Oh, du kommst sogar mal mit rein, Bobby. Krass, dass er sich das mal traut. Huch, nein, alles Gegner. Bitte nicht. Ah! Was? Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Aber die wollen uns bestimmt nur begrüßen, weil wir jetzt in deren Theatergruppe sind, nicht wahr? Wir können da nicht einfach so reinspazieren. Die Fallgestalten und die Hohlköpfe würden sofort über uns herfallen. Wir brauchen eine Verkleidung. Ob das als Donkey Kong funktioniert? Also wahrscheinlich soll man da mit der Goomba-Maske rein. Ich probiere es mal als Affe, der ich bin. Die werden niemals raffen, dass ich eigentlich Mario bin. Ich bin einer von euch! Das könnte klappen, sagt er. Oh nein, das funktioniert nicht. Oh nee, es klappt nicht. Dann probieren wir es als Weltallkriegerin. A.K.A. Samus Aran. Piu, piu, piu. Ich bin eine Frau. Piu, piu. Piu, piu, piu. Nein, aufgeflogen. Es gibt hier keine Frauen. Theaterclub ohne Frauen. Oh mein Gutschnis. War auch zu auffällig, muss ich sagen. Frauenquote ist bei denen nicht so hoch. Mist, verdammt, dann halt mit der Goomba-Maske. Das muss jetzt aber funktionieren. Oder ich brauche noch ein Unterteil. Das kann auch sein, dass ich irgendwie im Fotostudio erst noch ein Unterteil brauche, das Richtige. Hallo, Leute? Darf ich in eure Theater-AG mitmachen? Das ist nett. Verhalte dich einfach ganz natürlich. Okay, ganz natürlich. Du, 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 du. Ich bin ein Goomba. Goomba, Goomba, Goomba. Ich bin ein blöder Goomba. Ich stink und bin dumm, 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 dumm. Goombas sind dumm, dumm, dumm. Okay, es hat funktioniert. Ich bin der beste Ninja. Ich bin ja, hab ja auch das Haus der Heimtücke überlebt. Na gut, also wir sind jetzt im Schloss. Was glaubt ihr, wo die ganzen Toads gefangen halten? Was haben wir denn, Joe? Wir haben in Etage 1 eine Premiere, in Etage 2 eine Premiere, in Etage 3 haben wir eine... Oh, eine Premiere und in Etage 4 eine Premiere. Oh, okay, okay. Heutige Premiere, freie Plätze, wenige. Beginnen jetzt gleich. Wenige Plätze ist nicht ausverkauft. Da ist doch bestimmt wieder Geld drin. Nope, kein Geld eingenommen. What do we have here? Eine Premiere der besonderen Art präsentiert von mir. In der Hauptrolle eine Überraschung. Das Shogun-Theater befindet sich in einem einzigartigen Turmbau, der Shows auf 4 Etagen präsentiert. Werte Gäste des Shogun-Theaters, wenn ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten dürfte. Unsere heutige Premiere beginnt in Kürze. Bitte begeben Sie sich zu Ihren Plätzen und ziehen Sie das Ganze nicht unnötig in die Länge. Eine Premiere? Hier? Jetzt? Ich weiß, wir sind hier, um die Toads zu retten und die Luftschlange zu lösen, aber... Eine Premiere, das klingt so klamourös. Ach, könnten wir nicht vielleicht... Klar können wir. Ich bin dabei, Olivia. Lass uns alle 4 Premieren auf einmal angucken. Die Toads werden dazu verdonnert, zuzugucken.
Was denn? Alle Toads warten hier gespannt auf die Show? Ah, die sind gar nicht gefesselt. Ich glaube, die sind gefesselt. Ja doch, sieht so aus, als wenn sie gefesselt wären. Ah, hier wartet der zweite Boss auf uns. Ich weiß ja schon welcher. Das ist dieser Gummiband-Boss, nicht wahr? Weil die sind alle mit diesem Gummiband in ihren Stühlen gefesselt. Letzter Aufruf für diese spannungsgeladene Show. Gibt es noch drei Sätze in der ersten Reihe? Das ist ja ein Zufall, dass es genau drei Plätze gibt. Hallo, kleiner Toad. Danke, dass ihr Platz gemacht habt, dass wir hier Platz nehmen dürfen. Wo ist Olivia hin? Olivia ist weg. Egal. Hui, ich kann es kaum erwarten zu sehen, was für eine Show das ist. Da geht es bestimmt die ganze Zeit um Samurai und so. Shogun, Ninja, Samurai, hi! Diese Show wird einwandfrei! Psst, Tenshin, die Vorführung beginnt doch gleich. Wo ist das Popcorn? Aber Moment mal, warum ist es so still hier? Sind Toads nicht normalerweise, naja, lauter? Festgebunden! Es ist so unbequem! Mario, bitte hilf uns! Sehr verehrtes Publikum, liebe Geiseln, hier noch ein letzter Hinweis für unsere Spezialgäste. Folgende Dinge sind während der Aufführung strengstens untersagt. Essen, Trinken, Fotos mit Blitzlicht und Öffnen des Menübildschirms. Und nun lehnen Sie sich zurück und genießen Sie die ganz besondere Show. Hä? Ein trockener Wind weht durch eine verschlafene Präriestadt. Die Menschen hier leben einfach, doch sie leben auch in Angst. Sich dieser garstige Bandit heute etwas wieder zeigt? Oh, hoffentlich bleibt uns das erspart. Er ist ja so ein Unruhestifter. Rennt! Rettet euch in die Berge! Der Bandit wurde gesichtet! Grrr, gebt mir euer Gold oder es wird bös für euch enden! Oh, dieser Bandit meint es ernst. Ach, wir sind gewiss verloren. Ist denn kein Gesetzeshüter unter uns, der es mit ihm aufnimmt? Ich? Das Publikum wird mit eingezogen? Wie gut ist das denn, Boy? Das ist ja wie bei Rocky, das Musical. Leute, kennt ihr wahrscheinlich gar nicht, aber egal. Okay, ich bin der Held. Hier bist du der Sheriff der Stadt und stellst dich mir entgegen? Oh, das war der Böse. Okay, oh, du hältst dich für einen harten Kerl. Wir werden ja sehen. Wir beide werden uns turnieren. Okay, bei High Noon schießen wir. Let's go. Fertig und... Du hast keine Chance gegen mich. Denn... Ich schieße schneller als mein Schatten. Unser Held zog schneller und machte Konfetti aus den Banditen. Und so kehrte dank des geheimnisvollen Fremden wieder Frieden ein. Ja, ich bin der Held. Hahaha, da hast du dich zu früh gefreut. Schnell, wieder ins Rampenlicht, Mario. Oh, sorry. Oh nein, ein weiterer Bandit. Denn jetzt bekommst du es mit mir zu tun, Gesetzeshüter. Aber auch bei diesem Kampf hatte der Bandit keine Chance. Denn Mario, der schneller als sein eigener Schatten schießt, hat auch dieses Mal die Vorderhand. In Windeseile besiegt unser Held auch diesen Banditen. Diese zwei Banditen werden den Frieden nicht mehr stören. Hahaha, du bist also dieser mächtige Gesetzeshüter. Schnell wieder ins Rampenlicht, Mario. Oh nein, ein Riesenscheigei. Das ist die beste Show aller Zeiten! Meine Mann, hast du besiegt. Doch kannst du es auch mit mir aufnehmen. Aber auch bei diesem Fight, Mario stillschweigend. Die guckten sich ins Gesicht, warteten auf das Signal. Und es kam! Mario schießte und gewann auch dieses Duell. Schnell wie der Blitz besiegt unser braver Held auch den Anführer. Und so ließ unser Held für immer den Frieden in der Präriestadt einkehren. Danke, brave Gesetzhüter, danke, Mario. Ja, gut gemacht, Mario, du bist der Geilste. Danke, danke, meine Fans, danke, danke. Oh, tut mir leid, Mario. Wir sind hier noch nicht fertig. Setz dich lieber wieder auf den Platz. Okay. Aber bisher, gute Show, Leute, gute Show. Oh, das war wirklich toll, Onkel M. Können wir uns auch mal duellieren, bitte, bitte.
So stand diese Szene doch gar nicht im Skript. Die sollten Konfetti aus dir machen. In mir ist gar kein Konfetti. Ha, für Improv-Theater hatte ich noch nie viel übrig. Zeit für die nächste Bühne. Vorsicht, dass deine heldenhafte Fassade dieses Mal keinen Riss bekommt. Wir fahren nun zur nächsten Bühne. Bitte achten Sie auf Ihre Arme und Beine, um Knicke zu vermeiden. Lol, wir fahren ja wirklich zur nächsten Bühne. Das ist wirklich interaktiv. Oh, das fände ich richtig cool. Ein Theater, was in einer Achterbahn ist, Leute. Das ist der Next Level Shit. Oh nein, die Fieslinge, die schnipsen. Man kennt sie. Und der Anführer ist natürlich mit seiner Sonnenbrille da. Oh nein, wollt ihr etwa Birde wapen? Birde ist doch gar nicht so hübsch. Ping, Schönheit, bereit die Stadt unsicher zu machen. Komm mit uns. Wir sind die Coolen. Da kommt die Cooper mit roten Panzerbande an. Hey, verzieht euch, ihr habt die Lane zuerst gesehen. Hey, jetzt macht mal langsam, Jungs. Euer Enthusiasmus ist ja absolut süß, aber keiner von euch hat das gewisse Etwas, das mein Herz zum Klopfen bringt. Ich brauche einen starken Erfolgstypen, einen erfahrenen Abenteurer, der sich von nichts in Verlegenheit bringen lässt. Ach, und wie es der Zufall will, höre ich, dass wir einen Promi im Publikum haben, auf den diese Beschreibung zutrifft. Er hat einfühlsame Augen, einen buschigen Schnurrbart, definierte Beinmuskeln für weite Sprünge. Komm rauf, auf die Bühne, Mario, und dann sehen wir mal, wie du mit diesen Tu-dich-Guten umspringst. Wie sie auch zwinkert. Klar. Ich rette dich, meine naja, das bist du nicht wirklich. Oh, Hallöchen, mein großer, starker Latzhosenträger. Wie entzückend, dass du heute dabei bist. Du bist also der Verlierer, auf den diese Vögelchen steht? Nicht cool, Mann. Yeah, sehen wir uns mal, wie viel da wirklich drauf hat. Tanzen wir! Okay, Dance Battle. Ich hab die Dance Moves. Denn ich weiß, wie es groovt. Dance Moves. Dance Moves, Dance Moves. Alle machen den Dance Move. Mario the Dancer, Mario the Dancer, Mario is dancing in the city. Watch out, I'm dancing in the city, back on my neck getting dirty and gritty. Look out, because I'm Mario and I'm gonna jump into the city. And then I'm gonna hit you with my hammer und dann seid ihr alle tot! Kommt doch alle her, ich werde euch vernichten, ich bin Mario, der Cooper. Gedichter. So, komm her. Ja, cool. Ha. Oh, du hast also tatsächlich was drauf. Aber bis jetzt war es auch nur Spaß. Yeah. Jetzt kommt nämlich die Choreografie für Fortgeschrittene. Choreografie. Choreo, Choreo, Choreografie. Choreo, Choreo, Choreografie. Wie witzig, aber deren Sonnenbrillen sogar in ihren Panzermodus einfach da ist. Muss ich die treffen? Ich glaube, ich muss sie treffen. Oh, hier! Er! Ja, erwischt! Da hat er schlapp gemacht. Habt ihr wohl nicht genug trainiert, hä? Danke, klein Birdo, danke für die Herzen! So, muss ich den kaputt machen? Ah, ich muss die kaputt machen, okay. Na los! Auch du hast keine Chance, du grüner Cooper! Denn ich bin Mario! Aua, Mist. Nein, warte. Okay. So. Ah, ausgezeichnet. Aua. Das ist aber nicht sehr romantisch. Das ist schon eher. Na, Zuckerschnäuzchen. Ich wusste, dass du diese Nichtsnutze an dem Wand tanzen würdest, aber oha, das Mario-Fieber hat mich erwischt. Und du bist das einzige Heilmittel. Tja, da bin ich einfach gestorben. Gestorben vor zu viel Liebe. Oh, was für ein Pech, mein latzhosiger Held. Trotz all meiner Warnungen hast du Ei im Gesicht. Ei? Ach, das stimmt. Die Birdos schießen ja so Eier raus. Oh Gott, was? Warum eigentlich? Egal. Und nun muss ich die Bühne verlassen. Ciao, Mario. Ich werde von unserer nächsten gemeinsamen Vorstellung träumen. Uff, und laut das Skript hatte sie eigentlich nur zwei Zeilen. Geht's dir gut, Mario? Geht's gut, ja. Juhu, Mario, du bist der Beste! Olivia ist voll rot geworden. Na gut, Mario, bitte setz dich wieder hin. Geht klar. Muss doch eh nochmal ran, oder? Jetzt mal ehrlich, mit Marios fehlenden Schauspieltalent hat sich das gezogen wie Gummi. Im nächsten Akt haltet ihr Pappmatches euch besser ran, sonst reißt mir der Geduldsfaden. Auf geht's zur nächsten Station.
Nun erleben wir eine beeindruckende Vorstellung des Polski Ballets. Das ist sogar tatsächlich der Schwanentanz, oder? Das Lied? Ich glaub schon. Ist auf jeden Fall ein bekanntes Lied. Ohne Witz, ich finde Ballett voll geil. Also zum Zugucken finde ich das richtig, richtig nice. Klar, die werden alle irgendwie sehr getriezt, dass sie auch immer auf diesen Vorderfüßen stehen müssen und sowas. Und das ist garantiert auch nicht gesund oder so. Aber zum Angucken voll chillig und irgendwie doch ganz, ganz geil, muss ich sagen. Ja, dreh dich, kleiner Scheigei. Einmal nach links. Hui, oh, ich bin die Frau. Ich werde einfach hochgehoben. Das ist nice. Oh, so viel Spaß hatte ich lange nicht. Ja, Kevin Spacey, heb mich hoch. Du bist ganz schön schwer. Sorry, oh. Oh nein, ich habe meine Tanzpartnerin zerstört. I'm sorry. Also sorry, ich wollte das nicht. Seid ihr jetzt böse auf mich? Nein, aber ich glaube, die sind böse. Die Musik hat sich verändert. Ja, mega nice. Das Lied kennt man auf jeden Fall. Schreibt mal bitte, bitte in die Kommentare, was das für ein Lied ist. Ich weiß es nämlich nicht, aber ich kenne es auf jeden Fall. Und ich werde die ganze Zeit jetzt daran denken, was das für ein Lied ist. Das ist nervig. Ja, das kennt man halt wirklich. Ach man, der Boss ist witzig. Dass er auch so verschiedene Stages hat. Ich wollte ihn ja gar nicht töten. Chill doch mal. Oh nein. Ich mal einfach passe. Bitte lassen Sie mich in Ruhe. Ich habe so die Befürchtung, ich muss die gar nicht töten. Kann das sein? Aber ich mach's trotzdem. Weil es witzig ist, alles zerstören. Blödes Theater hier. Danke, 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 danke. Na gut, Mario, setz dich bitte nochmal auf den Platz. Klaro. Das war schon mit der... Oh, okay, das war ja einfach. Also, ich fand die erste Hälfte zwar langweilig, aber dafür war die zweite Hälfte toll. Hammer bringt Schwung in jede Ballettveranstaltung. Ich fand das auch am Anfang schon cool. Oh, mir reicht's jetzt aber, wie du allen die Show stiehlst und dich selbst ins Rampenlicht drängst. Du willst also der Star sein? Na gut, komm her und finde heraus, wie hart dein Promi-Leben wirklich ist. Ja, jetzt kommt wahrscheinlich dann der echte Boss. Dieser Gummifuzzi. Oh, es ist soweit, wir haben das Ende unserer heutigen Premiere erreicht. Oh, König Olli. Nehmen wir uns einen Moment Zeit, um den Darstellern zu applaudieren. Das ist immer das Schönste beim Theater, finde ich. Wenn man am Ende den allen zujubelt und die dann noch in ihrer Rolle so drin sind, auch die Bösen, dann tun die immer noch so, ja, ich bin immer noch böse, aber mit so einem Augenzwinkern. Ja, das war am schönsten. Das war am schönsten. Und alle klatschen. Ja! Ja! Die bösen Koopas! Und Birdo! Ich liebe euch! Das ist super witzig. Oh ja! Das Ballett, das war auch ganz toll! Ganz tolles Ballett! Ganz tolles Ballett! Habt ihr toll gemacht! Habt ihr toll gemacht! Oh, na ja, du nicht. Die wird rausgeschmissen. Beim nächsten Ballett ist die nicht dabei. Und hier kommt er, der Held der Show! Verbeug dich, Mario! Ja, ich habe so die Befürchtung, dass wenn ich mich jetzt verbeuge, dass da gleich der Boss kommt. Deswegen würde ich sagen, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Und ich stehe gerade so schön in dem Lichtkegel. Und wir gucken uns den Boss dann in der nächsten Folge an. Danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Wenn euch das gefallen hat, lasst ein Like da. Und dann bis zum nächsten Mal. Und tschüss.